Jason 2021 so viel besser als der 2020? Ist es nur Erfahrung oder was ist das für Bänder? Einfach mehr trainieren. Und Vollgas geben, sehr sympathisch. Jason, wir drücken dir die Daumen. Also für Jason Kupasbeer geht es darum, weiterhin Stefan schön den Schirm hochhalten, ja? Keine Faxen hier. Also attackieren und natürlich wieder Punkte holen. Aber ich glaube, irgendwann sind wir ganz vorne. 14. Startplatz, 14. war er auch im Warm-up. Für Jason Kupasbeer ist das Wochenende ein erfreuliches. Da sind wir jetzt nochmal bei der KTM von Petra Koster. Der steht neben Jason Kupasbeer. Ein untypischer Startplatz für die schlechteste Qualifikation für ihn in dieser jungen, aber mega erfolgreichen Saison. Der musste in Qualifying 1 sogar teilnehmen, kommt also heute aus Reihe 5. Herr Petro. Da sehen wir den Starting Grid mal wunderschön von vorne. BMW Safety Car hat ebenfalls schon seine Position eingenommen und John McQuinn haben wir nun gezeigt, letztes Jahr unglücklicher Rennausgang von ihm, also gestürzt in der allerletzten Kurve, heute kommt er aus einer zweiten Startposition 6 und möchte gerne seine ersten Punkte in dieser Saison. Oh. Alex Schulte, einen überraschende Punkte in dieser Saison. Schwieriger die Ausgangslage, nicht so perfekt, weil das Qualifying, glaube ich, nicht so wie das geplant war, oder Max Stöcker? Sehr richtig, Ich habe heute eine ganze Menge. Ich bin gerade über Rossi, Heiko Kober.